Moin moin, was geht ab, ihr Landratten, und willkommen zu einem neuen Tag im Paradies am Waikiki Beach auf Honolulu, Hawaii. Heute haben wir richtig geile Sachen vor. Wir gehen den schönsten Trail hiken, wieder mit einem Local, den Pepa auf Couchsurfing gefunden hat. Und danach wollte ich noch ein Best Buy besuchen und mir vielleicht das ein oder andere neue Kamera-Equipment zulegen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal los mit dem Bus zum Trail. Das ist echt so krank schön hier. Das sind mit die schönsten Strände, die ich je gesehen habe. Das Wasser ist so türkis, so blau. Also echt richtig schön. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet hier leben. Das ist doch richtig geil. Hier so eine Villa zu haben. Hier irgendwo. Oder da oben, die auf dem Berg. Ja, da irgend so ein Baum verdeckt das. Was weiß ich, was das für Früchte da dran sind. Sieht aus wie Melonen. Da oben, stellt euch mal vor, ihr wohnt da. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch nicht so teuer ist. Es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber das ist ja, wir sind ja jetzt hier ein bisschen im Dorf, im dörflicheren Bereich. Das heißt, Stadt und so ist alles recht weit weg. Und daher gehe ich davon aus, dass das hier nicht so teuer ist, aber es ist traumhaft, hier irgendwie zu leben. Absolut krank. Wir, eben hat man den Berg gesehen, jetzt ist er da ein bisschen verdeckt. Wir machen jetzt einen Hike da hoch. Es ist natürlich auch richtig geil, dass Pepe und ich Flipflops unterwegs sind. Die anderen sind irgendwie, haben alle so Trekking-Schuhe dabei. Und ich habe heute Morgen noch überlegt, sollen wir nicht Trekking-Schuhe mitnehmen? Ich habe mir ja gerade am Black Friday so Timberlands gekauft. Dachte mir, soll ich die mitnehmen? Aber es ist einfach 30 Grad. Und jetzt in so festen Boots zu laufen, killt einen ja wohl komplett. Deswegen laufen wir jetzt so, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Aber ich freue mich schon richtig hier auf den Track. Ja, Flipflops wird wohl nix. Dann wird es jetzt barfuß, den Weg hier. Wir verlassen jetzt diesen heftigen Strand. Es bricht mir immer so ein bisschen das Herz, wenn wir so richtig geile Spots verlassen, weil ich weiß, dass ich dann, beziehungsweise wir wissen, dass wir in der nächsten Zeit wahrscheinlich erstmal nicht mehr da sein werden. Wir haben neue Freunde gefunden, die waren alle mega korrekt. Heute Abend wollen wir mit denen ein bisschen was starten und gucken, was abgeht. Vor allem schon wieder Multikulti, ne? Aus allen Ländern. Ja, irgendwie Neuseeland, Spanien, Holland und Philippinen. Und dann gehen wir heute Abend irgendwie mal ein paar Bierchen verhaften. Und wir mussten uns aber jetzt leider von denen trennen, denn wir gehen nochmal in eine ganz andere Richtung, nämlich nach Honolulu Downtown, damit sich Blackout eine... was willst du dir kaufen? Guck mal, der Hund. Snack mein Bag. Eine neue Kamera. Genau. Damit wir noch heftigere Vlogs machen können, als ohnehin schon. Okay. Wir haben gerade ein bisschen geditscht. Die sind noch ins Wasser gegangen. Alles sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's auf nach Honolulu. So. Wir sind jetzt downtown, beziehungsweise im Best Buy.
Pepe spielt gerade eine Runde FIFA 17 auf diesem 4K Ultra HD. Wie groß? 75 Zoll Fernseher. Hat gerade erst angefangen, ne? Ich habe eben schon einmal rasiert. Und das sind meine Geburtstagsgeschenke von mir selber an mich. Ich habe hier einen Gorilla-Pod und dann die Canon D80D. Richtig geil. Mikrofon, alles am Start. Das heißt, es kann jetzt richtig losgehen. Es kommen jetzt richtig qualitativ hochwertige Vlogs. Ich freue mich richtig, aber ich habe jetzt auch eine Menge Geld dafür dagelassen. Aber allen in allem bin ich auf jeden Fall richtig zufrieden damit. Wir gehen jetzt draußen, es ist schon dunkel geworden. Wir gehen gleich zurück nach Waikiki, bringen das Baby nach Hause, gehen, wie Pepe gesagt hat, mit den Jungs, die wir kennengelernt haben, ein paar Bierchen trinken. Und ja, das war's dann mit dem Tag. Ich werde euch auf jeden Fall noch mal zu Hause ein bisschen die Kamera zeigen, so wie das Unboxing möglich ist. So, ja, so ein Unboxing ein bisschen. Und dann sehen wir uns zu Hause. Das ist schon wieder so ein geiler Zeitsprung, das ist cool. Wir müssen hier stundenlang Bus fahren und für euch ist es eine Sekunde Zeitsprung. Bis gleich. So, das war jetzt ein bisschen langer Zeitsprung. Wir haben nämlich schon wieder den nächsten Tag. Gestern war das Licht hier so scheiße, wollte ich das nicht aufnehmen. Aber jetzt kann ich es euch zeigen. Und zwar sind das meine Geburtstagsgeschenke von mir an mich selber. Die EOS 80D. Die hat einen Power-Zoom-Adapter für hier unten. Ein Gorilla-Pod natürlich. Ein gutes Mikrofon, eine SD-Karte, ready to go sozusagen. Und ich bin richtig happy und bin voll gespannt, was damit alles so geht. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Teil. Wer sich mit Kameras auskennt, wird wissen, dass die echt schon ziemlich krank ist. Ich packe das jetzt erstmal aus und dann sehen wir, wie das Ding fertig aussieht. So, alles zusammengebaut. Hier haben wir das Teil. Guckt euch mal an, wie mächtig das ist. Mikrofon. Hier haben wir so einen Zoom-Adapter. Hiermit kann man manuell zoomen, langsam. Auf dem Tripod natürlich. Das Ganze mit einem Screen, wo man hier sehen kann. Zack. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Und aber auch super schwer. Ich freue mich richtig. Und jetzt würden wir mal gucken, ob wir heute damit ein bisschen was filmen können. Und wie das dann so rüberkommt. Ich kenne mich halt mit den Sachen hier überhaupt nicht aus. Das hat hier so viele Knöpfe und Einstellungen. Ich denke, ich versuche erstmal mit automatisch und guck mal, was dann so geht. Auf jeden Fall soll es das mit dem Video heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir Däumchen nach oben da, es wäre ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns morgen im nächsten Video. Macht's gut und haut rein, ihr Landratten. Tschüss.